Also heute hat man eingeladen, die Stadtverwaltung Eichthal und die Feuerwehr Eichthal, Abteilung Eich, zur Fahrzeugübergabe von unserem neuen Gerätewagen Transport und unserem mittleren Löschfahrzeug. Also das mittlere Löschfahrzeug, das wird unser LF8-Ersetzer, das jetzt knapp 30 Jahre alt ist. Das ist ein Fahrzeug, wo mit Staffelbesatzung, also mit 6 Feuerwehrangehörigen, wir haben 4 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum, wir haben hinter drin einen Wassertank mit 1000 Liter Wasser und wir haben eine leistungsstarke Pumpe dort drin. Also aktuell sind wir dabei, die Alarm- und Ausrückeordnung fürs Eichthal zu ändern. Es ist noch nicht ganz klar, für welches Einsätze es als erstes rausführt, aber auf jeden Fall für so Türöffnungen, für Kleinsteinsätze, da wird es als Erstfahrzeug geben. Es ist auf jeden Fall viel, viel kleiner, viel, viel wendiger, dieses Fahrzeug. Und wir haben 6-Mann-Besatzung, das heißt, wir sind auch schnell draußen, wenn man uns dann braucht. Der Gerätewagen Transport, das ist jetzt unsere Logistikkomponente, die uns einfach im Eichthal noch gefehlt hat. Wir werden damit hauptsächlich Rollcontainer mit feuerwehrtechnischer Beladung an die Einsatzstelle befördern. Zum Beispiel haben wir da im Rollcontainer Unwetter, die auch jetzt jüngst beim Hochwassereinsatz im Eichthal zum Einsatz kamen, oder auch Rollcontainer wie Lüfter oder auch das Thema Hygiene an der Einsatzstelle für die Einsatzkräfte ist ganz wichtig. Der bringt dann solche Sachen an die Einsatzstelle. Also fürs Eichthal war es sehr wichtig und wir freuen uns jetzt auch sehr, dass wir das ermöglichen konnten mit der Stadtverwaltung gemeinsam, dass wir die Umsetzung dieser 2 Fahrzeuge haben durchführen dürfen. Ja, das war schon sehr wichtig, zumal es eine große Seltenheit ist, dass eine Feuerwehrabteilung gleich 2 neue Fahrzeuge bekommt. Von daher war es uns auch ein großes Bedürfnis, trotz der Corona-Pandemie das in einem angemessenen feierlichen Festakt durchzuführen. Ja, das rührt tatsächlich von der Corona-Pandemie her. Wir hatten bisher keine Möglichkeit, den Gerätewagen Transport der Feuerwehr zu übergeben, weil einfach größere Zusammenkünfte nicht möglich waren und die Feuerwehr auch in Kleingruppen üben musste, sodass wir da keinen festlichen Rahmen finden konnten und jetzt den Anlass genutzt haben, beide Fahrzeuge zu übergeben. Ja, also der Gerätewagen war wenige Wochen erst hier im Eichthal und kam dann gleich bei der Erdbebenhilfe in Kroatien zum Einsatz. Von daher haben wir da schon gesehen, wie notwendig so ein Fahrzeug sein kann. Und vor wenigen Wochen hatten wir leider ein sehr heftiges Unwetter hier in Eichthal und da kam auch der Gerätewagen zum Einsatz, hat verschiedene Ausrüstungsgegenstände transportiert, Sandsäcke in der Nachbarkommune abgeholt. Also es ist ein sehr universelles Fahrzeug und kann bei mehreren Einsatzlagen zum Einsatz kommen. Ja, also ersetzt werden soll ja ein Löschfahrzeug 8. Ein Löschfahrzeug 8 hat bisher kein Wasser an Bord. Das MLF hat jetzt immerhin 1000 Liter Wasser dabei und ist so konzipiert, dass man auch durch engere Straßen fahren kann. Von daher hat die Feuerwehr auch in der Fortschreibung vom Feuerwehrbedarfsplan sich dazu entschieden, so ein Fahrzeug zu beschaffen. Und von der Ausstattung her ist es trotzdem vergleichbar mit einem Löschgruppenfahrzeug. Von der Ausrüstung, also es gibt einen technischen Rettungssatz mit an Bord. Wir haben den Wassertank für den Ersteingriff und ist ein sehr universelles Fahrzeug. Sehr zufrieden, also sowohl Gemeinderat, die Bevölkerung und auch ich als Bürgermeister bin sehr stolz auf die Freiwillige Feuerwehr Eichthal. Das haben auch die Einsätze in der Vergangenheit gezeigt, dass auf die Feuerwehr Frauen und Männer in Eichthal verlassen sind.